Hi, willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch alle Insider-Informationen über Einbrüche im Fahrzeug vermitteln will. Ich reise ja jetzt seit 4 Jahren durch Europa, habe einfach blind damit angefangen und keine Ahnung gehabt, was ich mache. 5-mal haben sie tatsächlich versucht, in mein Fahrzeug einzubrechen. Einmal hat sogar tatsächlich die Polizei versucht, bei mir einzubrechen. Aber bevor wir zu den ganzen Stories kommen, will ich euch erstmal vermitteln, was sind das eigentlich für Leute, die einbrechen? Wie denken sie? Es gibt da Studien zu, die in Gefängnissen geführt wurden. Man hat 3 Kategorien identifiziert. Erstmal gibt es die jugendlichen Einbrecher, die einfach alles mitnehmen, was gerade hier ist. Man kann sich ja vorstellen, die sind von der Schule auf dem Nachhauseweg, sehen hier eine Tasse und nehmen die einfach mit. Die gibt es ziemlich oft, aber die verursachen meistens gar nicht so einen großen Schaden. Dann gibt es die Einbrecher, die das schon aus finanziellen Gründen und mehr Bedacht machen, die auch gerne mal Scheiben einschlagen. Das sind die häufigsten Einbrecher, mit denen wir uns in dem Video deutlich befassen müssen. Lana, willst du in mein Auto einbrechen? Hier, du siehst ja jetzt durch das Fenster da unten mein Handy liegen. Siehst du das? Mhm. Die Tür ist abgeschlossen. Nimm mal diesen Faden in die Hand und schieb diesen einfach über diese Kante hinter die Tür hinein. So? Ja, genau. Etwas mit Gewalt, damit du mit dem Faden, der jetzt in der Tür ist, an den Türknopf drankommst. Und diese Schlaufe im Faden muss dann um den Türknopf drumherum. Das muss richtig fest drumherum. Ich sehe, wie der Knopf sich schon bewegt. Ach du Scheiße. Und richtig mit Gewalt zuziehen. Und dann hochziehen. Boah, Alter, das ist echt unheimlich. What the fuck? Mach die Tür auf. Ist leicht, ne? Are you kidding me? Das wievielte Mal war das jetzt in deinem Leben? Das erste. Beängstigend, ne? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein neues Handy. Ja, und das alles ohne Schaden zu verursachen. Hier, willst du an deinem Auto auch rumprobieren? Es gibt dann natürlich noch die Möglichkeit, dass die Leute einfach die Scheibe einschlagen. Das ist mindestens genauso beängstigend, weil die Scheiben haben eine leichte Spannung drauf. Die brechen sehr leicht, weil die Feuerwehr ja im Notfall rein muss. Und entgegengesetzt allen Behauptungen ist das nicht laut. Wenn ihr hier die Scheibe einschlagt, dann fällt das alles in das Auto rein. Auf die Polsterung und macht keine Geräusche. Ja, die Fadeneinbrecher, die hatte ich tatsächlich in Tschechien. Das waren solche rumänischen Gangs, die da ohne Nummernschild durch das Land fahren und einfach klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich saß da zum Glück hinten im Fahrzeug, habe einfach meinen Abschließknopf gedrückt, sodass die Lampen anfangen zu leuchten. Der hat das sofort verstanden, ist abgehauen. Kein Einbrecher hat Bock auf Kontakt mit Menschen. Und die letzte und am meisten beängstigende Kategorie ist die absolute Vollprofi-Liga der Einbrecher. Diese Leute übertreffen unsere Vorstellungskraft hoch 1000. Es gibt über die kaum Informationen, weil die so gut wie nie geschnappt werden. Ich kann ganz stolz verkünden, dass ich alle von denen abgewehrt habe. Aber hauptsächlich, weil sie sich für so einen kleinen Wurm wie mich gar nicht interessieren. Diese Jungs brechen nirgendwo ein, wo es keine Alarmanlage gibt. Alarmanlagen ziehen diese Leute an, weil sie ganz genau wissen, wenn ich hier eine Drohne für 10.000 Euro im Auto habe, dann kaufe ich mir keine Alarmanlage für 20.000 Euro, sondern eine, die vielleicht 500 Euro wert ist. Und für die lohnt es sich, diese Alarmanlage zu kaufen, um etwas zu klauen, was auf jeden Fall mehr wert ist als die Alarmanlage. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unfassbar. Die kaufen sich eure Alarmanlage, um die zu studieren und dann alles zu klauen, was ihr drin habt. Aber das Gute ist, um die brauchen wir uns nicht kümmern, weil denen werden wir im Leben nicht über den Weg laufen. Die sind ultra selten. Also es gibt diese 3 Kategorien von Einbrechern. Wir konzentrieren uns nur auf diese mittlere Kategorie von den Leuten, die bedacht vorgehen. Wie genau gehen die jetzt vor? An der allerersten Stelle, an solchen Parkplätzen hier irgendwo in der Pampa, wird wahrscheinlich nichts passieren. Die Einbrecher gehen dorthin, wo viele Fahrzeuge sind. Ich hatte mal einen Einbruch, das war in Utrecht am Bahnhofsparkplatz. Da habe ich nur diesen Rucksack in mein Auto reingeworfen. Als ich nach 20 Minuten zurückkam, war das Auto aufgeknackt und nur dieser Rucksack war geklaut. Es gibt also Gangs, die einfach dann an den Parkplätzen herumsitzen und warten, dass jemand Wertgegenstände in die Autos reinwirft. Den Rucksack habe ich mir dann wieder zurückgeholt. Der kann echt Geschichten erzählen, wenn er labern kann. Könnte. Aber grundsätzlich für uns als Test gehen wir jetzt einfach den Parkplatz entlang und schauen einfach in Karren rein und vergleichen deren Inhalte miteinander. Da steht das erste Auto. Wir werden natürlich nicht wirklich etwas klauen, sondern nur symbolisch. Ich sehe einen Schlüssel da drin
und hinten irgendein Gurt. Gehört also wahrscheinlich irgendeinem Hundespaziergänger. Da hinten ist das nächste Auto. Bedenkt, dass ich bisher noch nichts Illegales gemacht habe. Ich gucke nur in die Autos hinein. Aber wenn ich so einen Typen sehen würde, der hier die Autos abcheckt, ich würde sofort umparken. Das ist extrem dubios. Die Polizei rufen kann man dann natürlich auch, aber die wird nichts machen können, weil es nichts Illegales passiert. Selbst in Utrecht, als ich beklaut wurde, kam die Polizei noch nicht mal vorbei. Was wollen die denn machen? Die haben keine Zeit dafür. Hier sehe ich Essen und sowas drin, aber keine Wertgegenstände. Uninteressant. Das heißt, wir haben ein Auto, wo Schlüssel drin sind. Ja, so per se kein Wertgegenstand, aber das ist ein Hinweis darauf, dass die Person vielleicht unvorsichtig ist und möglicherweise irgendwelche Wertgegenstände im Auto haben könnte. Ja, das heißt, Scheibe einschlagen, losrennen. Wer soll denn da was machen? Wer sagt denn da was? Selbst wenn das Auto eine Alarmanlage hat. Wer reagiert denn schon auf eine Autoalarmanlage? Erst nach einer Minute, wenn es einem auf die Nerven geht. Und bis dahin bin ich über alle Berge. Das ist eine ziemlich beschissene Situation für uns. Und man muss sich mit dem Thema beschäftigen, besonders wenn man Vanlife macht. Jetzt wissen wir ungefähr, wie wir uns davor schützen können. Die erste Sache ist natürlich, keine Wertsachen hier vorne zu haben. Nicht nur keine Wertsachen, sondern eigentlich gar keine Sachen zu haben, weil diese Campingstühle verraten den Dieb, dass ich erstens unvorsichtig geworden bin und womöglich Wertsachen hier drin habe und dass hier natürlich ein Camper drin ist. Hallo. Die Diebe bevorzugen eigentlich eher Wertsachen im Vorderraum, weil es natürlich viel schneller und sicherer zu klauen ist, anstatt so einen ganzen Camper leer zu räumen. Aber der Vorderraum ist wirklich Faktor Nummer 1. Wenn ihr irgendetwas macht, dann achtet auf euren Vorderraum. Jetzt gebe ich euch noch eine unglaublich lange Liste von Sachen, die ihr bestimmt noch nicht kanntet und die man grundsätzlich in eine Liste fassen kann von Faktoren, die dafür sorgen, dass bei euch eingebrochen wird und Faktoren, die eher dafür sorgen, dass man nicht bei euch einbricht. Die erste Sache, die ich persönlich schweren Herzens mehrfach erkennen musste, ist ein Grund, warum in dein Auto eingebrochen wird. Hier unten das schöne deutsche Kennzeichen. Da habe ich auch ein Beispiel zu. In Südfrankreich kam ein Typ an mein Auto dran. Der hat nicht vorne in den Vorderraum geguckt, sondern nur anhand des Nummernschilds sofort erkannt, ey, da will ich mal reingucken. Der hat auf dem Parkplatz ewig herumrangiert, sich so hingestellt, dass er schnell flüchten kann. Der ist dann außenrum nach hinten gegangen, als ob er pinkeln müsste, hat dann auf der Rückseite dieses Hundeschild hier unten gesehen und von hinten langsam angeklopft, um zu gucken, ob ein Hund drin ist. Ich saß zufällig im Fahrzeug drin, habe das Fahrzeug abgeschlossen und er ist dann lachend nach vorne gegangen, ist in sein Auto gestiegen und ist dann abgehauen. Der hat nicht nach Wertsachen geguckt. Nein, der hat einfach nur das deutsche Nummernschild gesehen und gerettet hat mich mein Hundeschild. Das ist ein Riesenfaktor, warum Leute bei mir nicht einbrechen. Einbrecher schauen sich gerne das Auto vorher genau an. Und seitdem ich dieses Schild habe, ist die Einbruchsrate rapide gesunken. Ist klar, wenn jemand dann an euer Auto klopft, dann könnt ihr versuchen, das Bellen zu imitieren oder sowas. Aber ich behaupte schon, allein weil die Leute das Schild sehen, gehen sie gar nicht erst an das Auto dran. Weil es gibt doch massig andere Optionen, bei denen man nicht sein Leben riskieren muss. Wenn wir hier hinten am Fahrzeug schon mal stehen, können wir auch das geile Fenster ansprechen. Nein, das ist nicht bei einem Einbruch passiert, sondern das habe ich erfolgreich selber zerscheppert. Danke an dieser Stelle wiederholt an Andi aus EU für die Spende. Junge, es reicht so langsam. Ich werde jetzt auch keine Tanzeinlage machen, sondern ich werde was für dich singen. Andi aus EU, ich frage dich, wer bist du? Nein, reicht jetzt, reicht wirklich jetzt. Andi! Jedenfalls gibt es in Amerika viele Leute, die sich einfach so die Scheibe zukleben nach dem Motto, es wurde bereits eingebrochen. Die brechen sich die Scheibe auch nicht kaputt, sondern kleben einfach über eine intakte Scheibe drüber. Die Leute schwören darauf, dass das funktioniert und ich teste das momentan auch. Für euch natürlich, für euch. Diese Pappe hier drüber bietet natürlich einfach gar keinen Schutz. Dann wiederum die Scheibe eigentlich auch nicht. Ich habe hier hinter dann noch so ein Brett reingenagelt, dass diese Pappe von unten vom Bett und oben halt von dem Brett irgendwie ein bisschen gehalten wird. Ist schon wirsch, mit dem Kopf direkt daneben zu pennen. Aber hey, ist ja nicht so, als wäre ich nicht der Penner im Auto. Aber bei sowas wären wir ja schon fast beim Thema Gadgets. Und Gadgets gibt es viele coole Sachen. Zum Beispiel unser Meldi. Das ist eine LED-Lampe mit einem Bewegungsmelder und Solarpanel oben drauf. Auf der Rückseite habe ich mit zwei Komponentenkleber einfach Magnete dran gepackt. Und das Ding platziere ich mir, wo ich will. Wenn die Sonne nicht drauf scheint, reagiert es auf Bewegung und geht an. Richtig geil. Je nachdem, wo ihr steht, könnt ihr das dann einfach
an irgendeiner Seite platzieren. Ich platziere mir das gerne auch an die Schiebetür, sodass, wenn ich dann aussteige und die bewege, das automatisch hier draußen Licht angeht. Ja, die Lampe zeigt tatsächlich Wirkung. Weißt du noch, einmal waren wir auf dem Parkplatz, da kamen abends so komische Gestalten, irgendwie so andere Vanlifer. Ja. Die sind dann Gassi gegangen, hier vorne am Auto lang gegangen, da haben wir ja miteinander geschrieben, die ganze Zeit, was machen die und so. Da ist die Lampe dann angesprungen und die haben unsere Autos dann einfach gemieden. Das war so geil, weil wir wissen ja auch, wie minimal die uns in die Fresse scheint. Ja. Und dann jemand anders, der das gar nicht kennt, so. Ja. Und im ersten Moment, denke ich, macht es den Eindruck, als ob jemand das Licht angemacht hätte. Haben wir hier in Spanien in so einem Bazar, in so einem China-Laden für 5 Euro gekauft oder sowas? Dringendst empfohlen. Schaut mal auf eBay, da werdet ihr bestimmt sowas Gleiches finden. Dann habe ich im Fahrzeug selber noch die Hundeleine von meinem ehemaligen Hund. Rest in peace. Sie beschützt mich immer noch. Ich glaube, Einbrecher erkennen so eine Hundeleine sofort. Und das macht den Eindruck, als ob ein Hund drin wäre. Zudem die Leine echt geil ist, um hier rein und raus zu klettern. Ich komme nicht auf die Idee, die wegzumachen. Neuerdings habe ich mir dann auch noch einen Hundenapf geholt. Ich weiß nicht, also hier draußen in der Natur, wo ich nicht davon ausgehe, dass irgendjemand einbricht, bringt der mir natürlich nichts, außer dass nachts hier immer eine Katze vorbeikommt. Aber ich behalte das Ding auf jeden Fall, wenn ich irgendwo in einer superkriminellen Gegend stehe, wo ich mich sehr unwohl fühle, dann glaube ich, wird das tatsächlich hilfreich sein. Kostenpunkt, ja, steht gar nicht drauf. 1 Euro, glaube ich. Dann müssen wir jetzt ans Handy dran gehen, denn ein riesengroßer, wichtiger Faktor ist, wo man sich hinstellt. Die meisten benutzen ja Park4Night. Ist auch eine super geile App. Wenn wir jetzt in einer Großstadt nach einem Parkplatz suchen, wie hier, dann schaut immer nach den negativen Kommentaren. Hier wurde eingebrochen, durch ein Küchenfenster kamen sie rein. Draußen in der Natur kommt das dann eher selten vor. Die Kriminalität ist auf jeden Fall immer in der Stadt. Selbst wenn da nur ein Kommentar mit Einbruch ist, dann überlege ich mir, das zweimal dort zu stehen. Es gibt leider Gruppen, die auch extra in Park4Night Parkplätze eintragen, um Leute dorthin zu locken und dann dort einzubrechen. Also immer am besten durch die Kommentare wühlen. Neu eingetragenen Parkplätzen kann man auch nicht allzu sehr trauen. Alternativ suche ich mir auch gerne einen eigenen Parkplatz raus. Da weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort jemand sitzt und auf mich wartet, sehr, sehr gering ist. Ein weiterer Faktor ist auch, dass die Kriminalität ungern einen Berg rauf geht. Also wenn ihr oben auf dem Berg drauf steht, dann ist das auch top. Der Stellplatz ist dann natürlich auch ausschlaggebend darüber, wie wir uns verhalten, ob wir die Tür aufmachen und zeigen, was wir drin haben. Hier in der Natur ist das natürlich gar kein Problem. Ich habe ja auch schon öfters erwähnt, wir stellen uns immer so hin, dass wir schnell abhauen können. Und wir haben auch extra Plätze für unsere Schlüssel, dass man nachts sofort diesen Griff bereit hat, um die Lampen aufleuchten zu lassen, womit ich die Einbrecher immer verscheuchen konnte. Ja, steht man dann doch an einer Stelle, die etwas suspekt ist, dann kann man auch andere Vanlifer jederzeit ansprechen, wie zum Beispiel Stan in Valencia, den man ja in den letzten Videos gesehen hat. Konnte uns auch ganz viel erzählen, was dort für Einbrüche passiert sind und sowas. Das war sehr interessant. Und mit ihm zusammen verbunden haben wir uns dann natürlich sicherer gefühlt. So, und damit kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich unbedingt ansprechen will, der für mich persönlich der absolute Oberhammer ist. Meine absolute Erlösung, warum ich keine Angst habe, beklaut zu werden, ist, ich habe nichts. Das ist mir in Polen klar geworden, als Diebe auf dem Motorrad vorbeikamen. Die haben versucht, die hintere Tür aufzumachen. Da wusste ich sofort Bescheid. Die sind dann neben das Fahrzeug hergefahren, haben dort angehalten. Der eine ist mit Werkzeug vom Motorrad gesprungen, wollte die Tür aufmachen. Und ich habe einfach nur vorne aus dem Fenster geguckt und habe gelacht. Und das hat die so fertig gemacht. Weil für mich war die Situation komplett undramatisch, weil ich habe nichts, was geklaut werden kann. Ich habe meinen Laptop vor 5 Jahren für 100 Euro gekauft. Was sollen sie denn klauen? Mein Holz oder was? Ich weiß, das ist eine komische Herangehensweise. Aber nur mal so als Denkanstoß. Ich bin quasi immun gegenüber dem Diebstahl. Bitte klaut mir nichts. Bitte steigt nicht in mein Auto ein und klaut mir jetzt was. Ja, es gibt noch viele andere Sachen. Manche haben ja an der Schiebetür ein extra Schloss. Da denke ich mir, ja, ist doch klar, dass man Wertsachen drin hat. Deswegen will ich das nicht haben. Es gibt Leute, die verbinden die Türen miteinander mit so einem Band. Das schreit für mich auch förmlich danach, dass man hier einbrechen sollte. Zudem ich nicht kapiere, wie das einen Einbruch verhindern soll. Dann hört man immer wieder von Alarmanlagen und Kameras, was für mich auch total nach Geld schreit. Ich weiß auch nicht, was Kameras bringen sollen, wenn ich da irgendwie was klaue,
Denkt ihr, die Polizei macht da irgendetwas? Was wollt ihr denn mit den Aufnahmen? Was soll ich denn damit? Was habe ich davon, wenn ich dann das Gesicht von dem Typen da sehe? Hängt euch doch nicht sowas ans Auto. Ich verstecke sogar meine Solarpanel. Und selbst die kosten heutzutage gar nichts mehr. In Amerika zum Beispiel gibt es mittlerweile so viele Smash-and-Grab-Einbrüche, nennt man das, wenn die Scheibe eingeschlagen wird und die zugreifen und einfach weglaufen. Die Leute fangen dort sogar an, ihr Auto gar nicht mehr abzuschließen, sondern alle Türen offen zu lassen, um den Einbrechern zu zeigen, hey, bei mir gibt's nichts zu holen. Die hängen sich Schilder hin, auf denen steht, dass da keine Wertsachen drin sind. Das ist der Ansatz, der bewiesenerweise funktioniert und nicht in denen sich da verdammte Kameras dranhängt oder sonst irgendwelche Wertsachen präsentiert. Das ist auch der Grund, warum ich das mit dem Fenster hier gerade teste. Auch muss ich ansprechen, dass ich ja ein Stealth-Camp habe. Das heißt, wenn ich die Türen zumache, erkennt ein normaler Mensch eigentlich nicht, dass das ein Wohnmobil ist. Bei einem normalen Wohnmobil weiß man ja quasi, dass da Wertsachen drin sind. Beim Stealth-Camper, ich habe das Gefühl, die Leute denken, das ist ein Transporter, der vielleicht wegen der Arbeit jetzt hier in Spanien zum Beispiel ist. Und deswegen könnten da auch Werkzeuge drin sein, die was wert sind. Deswegen bin ich mir da mittlerweile nicht allzu sicher, inwiefern das ein Vorteil ist. Ich war mal bei so einer Polizeifortbildung, da haben die gesagt, dass die Täter quasi ein Regiebuch im Kopf haben, wie das alles abzulaufen hat, und sobald dort irgendetwas anders ist, dann verschreckt es die. Ich habe so die Theorie, dass das Hundeschild so gut funktioniert, weil die Einbrecher denken, das ist ein Transporter mit Werkzeug, bis sie das Schild sehen und die darauf einfach nicht vorbereitet sind. Das ist auch sehr interessant. Jetzt kommt die Story, als die Polizei bei mir einbrechen wollte. Das war nämlich in Polen. Ich stand in einer kriminellen Gegend, aber im Wald, wo anscheinend oft, weiß nicht, ich nehme an, Substanzen konsumiert wurden oder so. Die haben nur den weißen Transporter gesehen, sind dann dorthin gefahren, haben das deutsche Nummernschild gesehen, was die sehr eigenartig fanden, und haben dann versucht, meine verdammte Tür aufzurütteln. Ich hatte Kopfhörer auf, habe ganz laut Musik gehört und erst die Bewegung des Autos gespürt, weil die so an der Tür rumgerüttelt haben. Die Polizisten waren eindeutig die schlechtesten Einbrecher, die ich jemals gesehen habe. Und das gerade bei polnischen Polizisten. Das ist irgendwie witzig. Die haben sich dann auch von dem Stealth-Camper in die Irre führen lassen. Ja, ich habe so viele Stories mit Polizei und Militär irgendwie. Wenn ihr irgendwelche habt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich antworte allen und bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendetwas beibringen. Danke fürs Zuschauen. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns unterwegs.